Can I be your superhero? Hallo und herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal. Ich bin der Christian und wir machen weiter mit Harry Potter und der Feuerkelch. Und wir sind ein Stückchen weitergekommen, Fragezeichen? Doch, hier waren wir beim letzten Mal noch nicht, oder? Also, oder bin ich hier? Also unten sind wir da auf jeden Fall rumgelaufen, das weiß ich noch. Aber oben? Ich hoffe jedenfalls, doch, hier waren wir noch nicht. Dass das eine neue Etappe ist, sozusagen. Können wir nämlich gebrauchen. Okay, jetzt bin ich geflasht. Wo sind wir denn jetzt auf einmal? Ah, ein Schild. Kommen wir da so easy hin, ja? Okay, wir sind jetzt raus. Ich weiß auf jeden Fall, dass drinnen noch ein bisschen was zu holen war. Jedenfalls würde ich das einfach mal so einschätzen. Okay, hier ist noch so eine Schaufel. Harry, du bist so ein Klops, Alter. Der ist genau vor dir, das Ding. Du triffst es nicht. Willst du mich verarschen? Oder haben wir es schon getroffen? Hä? Was ist denn das für ein Viech da? Und was ist das hier eigentlich immer so? Das wirkt so ein bisschen, als wenn wir uns hier hin digitieren. Ist das ein Checkpoint oder was ist das? Wenn wir uns so ein bisschen hier hin digitieren oder so? Carpere Tractum! Weißt du? So hinmorphen oder wie sich das auch immer so nennt. Ich habe keine Ahnung, was das sein könnte. Schreibt es mir gerne in die Kommentare, weil das taucht ja öfter mal wieder auf. Ne? Das muss ja so eine Art Checkpoint oder sowas sein. Ja, wir noch damit ab oder so. Mach doch irgendwas. Okay, wir können ihn... Weiß ich auch nicht, was wir mit ihm hier machen können. Oh, der scheint sauer zu sein. Was habe ich davon, wenn ich ihn so ran... Was eiert sie denn da rum? Ich habe keine Ahnung. Ich habe keine Ahnung, was der Mini da macht. Okay, jetzt können wir das hier noch mit Wasser löschen irgendwie. Aber ich stehe trotzdem im Feuer. Ich habe keine Ahnung, was das hier für ein Scheiß ist. Was machen wir denn jetzt hier gerade? Ich könnte Power machen. Power! Und jetzt? Okay, das bin trotzdem nicht so von tot. Ich dürfe zu dem Thema Power. Guck mal, Ron ist gar nicht dabei. Also sorry, aber da hat sich irgendeiner auch gedacht, wir bauen hier die unnützesten Side-Character ever ein. Weil man muss einfach ganz klar sagen, es wurde viel über Sheva aus Resident Evil 5 rumgeheult, sodass die halt Quatsch macht und dass das unnütz ist und blabliblub. Aber sagen wir mal ganz ehrlich, Ron ist nach Hause gegangen, der ist gar nicht mehr am Start hier. Und Hermine weiß auch nicht so richtig, was sie hier eigentlich machen will. Was bringt das überhaupt, was wir hier machen? Bringt das irgendwas? Okay, wir können das Viech anheben. Ja, aber was haben wir denn davon? Ah, das ist heiß! Vorsicht, das hier irgendwas, wenn wir jetzt hier so... Der schießt gleich wieder... Nein, irgendwie prallt das ab. Wahrscheinlich müssen wir ihn hochheben. Habt ihr wahrscheinlich auch schon in die Kommentare geschrieben. Hochheben und dann beschießen, oder? Kann nichts machen jetzt. Ja, okay, das dauert. Ey, keine Ahnung, ich weiß, sie hätte jetzt gar nicht, was ich hier mache. Wir löschen jetzt erstmal alles, ganz entspannt. So, ja, schon klar. Also wir könnten auch wieder zurücklaufen, aber da, das haben wir ja in dem einen Part alles schon mal gezeigt. Ich weiß, da muss ich trotzdem nochmal hin, weil er nicht gespeichert hat dazwischen. Aber ich schaue mir ganz gerne erstmal das Level weiterhin an, wie es hier so überall weitergeht. Was bringen die ganzen, also was bringt der Klopperstein hier, der große? Den konnte ich auch eben anbieten, das noch schnell. Aber wieso kann ich jetzt hier die... Doch jetzt. Wie komme ich da oben hin? Wingardium Leviosa! Wie komme ich hier oben hin? Wie komme ich da oben hin? Okay, ich check gerade nicht, wie ich da oben vielleicht irgendwie hinkommen könnte. Was geht hier? Muss ich den dagegen donnern? Nein, muss ich nicht. Der erinnert mich mega an Trine irgendwie auf das Game so ein bisschen.
Kann ich hier irgendwas aufklappen? Nee. Muss ich vielleicht mit dem großen Stein dagegen donnern? Ja, zieh mal rüber die Kiste hier. Nee. Ich wollte gerade sagen, jetzt mit Schwung. Wingardium Leviosa! Harry, du bist so ein Trottel, Alter. Nein. Nein. Ja, weg damit. Bringt nichts. Warum wird hier immer was angedeutet, was nicht funktioniert? Glaube ich nicht. Hier ist ein Zaun, ich komme nicht durch. Da hinten ist ein Gully, ich kann ihn nicht kaputt machen. Hier sind so Blumen, da komme ich aber nicht hoch. Viele Optionen und ich kann aber nichts machen. Keine Ahnung. Keine Ahnung. Run. So, das können wir wahrscheinlich hier rüberklappen. Da unten ist ein Schild, alles klar. Hallo? Oh, nee. Ich hab keinen Bock auf dich, geh weg. Diese Viecher sind so großartig. Noch mehr Bohnen. Ah, ey, das haut doch ab, ihr blöden Drecksviecher. Ah, sie hat mich gestochen. Ja, selber schuld. Hast du keinen Mückenspray dabei? Okay, da muss ich auf jeden Fall hin. Aber wie kriege ich das jetzt runtergeklappt hier? Gar nicht? Oh, hau ab. Die Dinge mag ich gar nicht. Also die finde ich ganz schlimm in diesem Game. Die finde ich ganz, 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 ganz schlimm. Alter. Wunderbar. Hau ab jetzt. Bohnen. Ey, da kommt der nächste Bengel. Wie die auch einfach random von oben runtergeklatscht kommen. Aber ich kann nichts machen. Also er gibt mir hier nichts. Das ist bitter. Also wirklich, ich kann hier nichts irgendwie runterklappen oder so. Ich verstehe es auch nicht, weil normalerweise visiert er die ja an. Achso, hier kann man rein. Okay, das ist aber auch grafisch ein bisschen... Wieso kann ich die nicht mehr anvisieren, die Dinge? Sorry, aber das wurde mir anders beigebracht. Mir wurde hier gezeigt, okay, du kannst da hin. Guck mal, die haben es auch nur auf mich abgesehen. Wirklich nur auf mich. Guck mal, wie viele das sind. Jawohl, geschafft. Das war prima. Also ich verstehe das nicht. Mir wurde hier deutlich klar gemacht. Du kannst, wenn du C drückst, die Dinger runterziehen. Ich drücke C. Kann nicht runterziehen. Und hier wahrscheinlich ist es auch ein großes Schild, dass ich das nicht rüberziehen kann, ne? Nee. Hey, da drüben, Bohnen. Ja, scheiß auf Bohnen, Alter. Die Dinger sind richtig nervig. Also haben wir dafür eine Karte eingesammelt. Ich brauch die Genki-Dama, um die wegzufisten hier. Also keine Ahnung. Ich versteh's nicht, warum ich das nicht runterklappen kann. Kann ich hier langlaufen? Muss ich extra hier stehen, um das runterzuklappen? Wofür ist denn diese Zugbrücke gut? Ja, wofür sie gut ist, damit du sie runterklappst. Klapp die Scheiße runter, Bro. Geschafft! Wieso kann ich sie nicht runterklappen? Oh, eine Bohne. Bin gleich schon wieder down. Das sind einfach viel zu viele Viecher hier. Jawohl, guck mal, ich hab gelernt, mit C kann ich die runterklappen. Da jetzt! Jetzt! Zieh an der Kiste! Also, ich würde sagen... Wir haben so die nervigsten Sachen gefunden. Also, das ist unglaublich. Das ist unglaublich. Also diese Viecher, diese Gegnerviecher sind so hart nervig. Unfassbar. Kann ja einer mal was machen? Guck mal, instant kaputt, instant neuer. Vermiculus! Vermiculus! Klapp runter jetzt, guck, instant neu. Es ist unglaublich. Es ist unfassbar. Jetzt wieder C. Pass auf, gleich ploppt er hier wieder. Kommt er gleich wieder her, hier der Lappen. Ist er, da ist er. Nach Hause.
Wieso konnte ich jetzt an ihm ziehen und hier drüben kann ich nicht dran ziehen? Wahrscheinlich muss ich den einen erstmal runterklappen oder so. Ja, den sollst du nicht ziehen. Mann, jetzt sieht das mal, wie viele Viecher das sind, ey. Das ist unfassbar. So, lass mich durch. Lass mich weg. Lauf, Harry. Oh, sie hat mich gestochen. Die Agro, die sind hier. Na los, zieh runter den Drops. Ich krieg ihn nicht. Es wird anders beigebracht, ich wollte schon sagen. Wieso funktioniert das manchmal nicht? So, aufklappen. Ja, haltet mir den Rücken frei. Ich mache uns den Weg frei. Volks- und Reifeisen noch. Nein, ich werde nicht gesponsert. Immer noch nicht. So. Ja, Bro, Alter, die Kiste ist vor dir und du kriegst sie nicht getroffen. Okay, gibt's. Geht nicht. Kann ich hier irgendwas machen? Offensichtlich auch nicht. Könnte hier eine Tür. Wingardium Leviosa. Was? Klappen wir jetzt einfach mal auf. Was bringen wir das hier? Was kann ich damit beschießen? Okay, ja. Da können wir drüber reden. So, ja, nein, nicht so doll. Nein! Bro, dann mit dem Lenken müssen wir nur üben. So, komm. Dagegen. Schönes Ding. Aber das mit der Kiste hier verstehe ich nicht. Da habe ich da vorne auch nur gegen geschossen. Oder beim letzten Part. Und dann ging das. Jetzt ignoriert er das weg. Oder ist die schon leer geflutet? Leer gelootet? Hier, den brauchen wir. Haben wir den getroffen? Ja, ne? Nur auf den Drachenbelohnung. Okay. Da ist noch mal so ein Ding. Oh. Das ist schon... Also die sind schon hart nervig, das muss ich schon sagen. Also sowohl meine Verbündeten als auch... Guck mal, Hermine läuft da einfach gegen den Zaun gegen. Was soll die Kacke? Wingardium Leviosa. Nein. Doch. Actio. Kaufe Retractum. Actio hört sich an, als wenn wir erstmal Aktien kaufen oder so. Wendet Actio auf die Bohnen an. Wie groß ist denn dieses Gebiet hier? Ja, ich meine, die anderen Gebiete waren ja auch einigermaßen groß, schneller. Aber die Dinger hier verstehe ich nicht. Da weiß ich nicht, was ich damit machen soll. So, also. Damit wir uns richtig verstehen, ich kann das Ding darüber schießen. Aber nur, wenn ich da stehe, oder nicht? Das heißt, warte mal. Hehehe, ich kann die gar nicht schießen. Das sind nämlich wieder die, die ich nicht auswählen kann. Ist das ein großer Schild? Warte mal. Hier. Verarschen kann ich nicht alleine. Da kann ich auch so rumlaufen. Das ist kein großer Schild. So. Hehehe. Jetzt wird's richtig kacke. Achso, ich kann die ja trotzdem immer noch nicht auswählen. Harry, machst du was? Ja, das wollte ich nicht. Ich wollte eigentlich... Also ich kann sie nicht auswählen, wenn ich hier stehe. Das sind wieder die Pappnasen, die Pappenheimer, die ich wieder nicht auswählen kann. Noch mehr Bohnen! Scheiß auf Bohnen. Die Bohnen! Ich will, dass die Story weiterläuft. Ne. 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 Noch mehr Bohnen. Okay, Bro. Also, ich hätte... Meine Idee war, die Viecher, die drei Typen, die da stehen, hier rüber zu schießen. Problem? Er wählt sie nicht aus. Nicht cool. Wurde mir alles beigebracht. So, hier haben wir ja alles schon zerschossen, ne? Ja, jetzt spätestens jetzt haben wir die Nummer. Werde ich auch nicht schlau draus. Okay, und wir haben noch mehr Geflexe hier. Den kann ich auswählen. Aber wo schieße ich ihn hin und warum? So, also okay, das verstehe ich nicht. Da kann ich nicht weiter. Und ich kann mit den Dingen irgendwo hinschießen. Wohin weiß aber keiner, weil die Kamerafahrt für den Arsch ist. Das Gewächshaus ist ein Urwald. Ja, Professor Sprout macht ihre Pflanzen. Das steht fest. Ich heule gleich. Vermiculus! Hier weg hier. Können wir die Dinger nicht ausstellen? Bohnen. Welchen Schwierigkeitsgrad habe ich eigentlich eingestellt? Abibikus. Offensichtlich zu schwer. Nein, gar nicht zu schwer, sondern zu nervig.
Irgendwie habe ich gerade auch so das Gefühl, wir laufen hier von A nach B nach C, aber so richtig relevant wird's hier nicht, ne? Also so richtig, dass jetzt hier wirklich irgendwas passiert? Es passiert doch hier gerade gar nichts, außer dass wir immer wieder diese komischen Viecher antreten. Ja, geschafft! Also das ist doch alles Quatsch. Hat hier irgendeiner von uns das Gefühl, dass wir hier weiterkommen? Also das... Klar. Also wir laufen hier durchs Level durch. Das ist schon mal ein Punkt. Okay. Aber irgendwie so richtig Schilde einsammeln tun wir hier nicht. So richtig leveltechnisch, so dass jetzt hier irgendwie storymäßig irgendwas passiert. Da oben ist ein ganz großer Schild. Das sehe ich doch von hier, dass ich da wieder nicht rankomme. Ja, danke für diese Cutscene. Also... Beste Cutscene ever. Das wäre cool, wenn wir jetzt hier dieses Nest von denen erreicht hätten und die jetzt platt machen und die dann nie wiederkommen. Brillant! Wahrscheinlich muss ich einen anderen Flug einsetzen, damit man die noch besser besiegen kann, oder? Ja, ihr macht das. Und die gucken jetzt bloß blöd zu, aber anscheinend haben wir sie wirklich besiegt. Ja, da ist er doch. Wieso besiegt ihr ihn nicht gerade? Oder kämpft gegen ihn? Oder macht irgendwas? Ihr guckt nur doof zu, wie ich hier Blumen aufklappe. So. Okay. Alter, noch mehr Blumen. Blume, 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 Blume. Aber da kann man ja mal die Frage stellen. Ganz relevant. Hat jemand von euch schon mal wirklich ein echtes vierblättriges Kleeblatt gefunden? Also ein echtes, ein wirklich echtes. Nicht so wie damals, dass man ein dreiblättriges hat und dann ein bisschen zerrissen hat und dann war es ein Vierer. Weil ich hab hier sowas ist welches drin. Noch nie gefunden. Wingardium Leviosa. Professor Sprout wird nicht gerade begeistert sein. Mir doch, Lade. Ich hoffe, Professor Sprout beherrscht Reparo. Was habe ich davon? Dass wir das jetzt hier gemacht haben? Nichts, hier geht's wieder runter. Achso. Jetzt sehe ich's auch. Jetzt verstehe ich's. Ich habe das, die Kette da eben nicht gesehen. Volle Sonne daneben, Alter. Ich hasse diese Kameraperspektiven-Nummer hier. Meine Güte! Was bist du? Wollt ihr mich rollen? Jetzt haben wir hier noch mehr von solchen komischen Viehgegnern. Diese Erdlinge sehen irgendwie anders aus. Das sind ja auch bayerische Erdlinge. Haben wir dieses Schild jetzt eingesammelt? Oder liegt der jetzt auf dem Boden rum? Oder was passiert denn jetzt hier gerade? Nehmt mich mal storytechnisch mit. Das ist mehr an das Spiel gerichtet, als an euch Zuschauer. Das ist so... Das Spiel muss mich doch storytechnisch auch mal so ein bisschen... Irgendwie habe ich so das Gefühl... Das haben irgendwie die ersten Teile ein bisschen besser hingekriegt. Teil 3 war auch schon ein bisschen komisch. Da ist die Story auch eher so nebenbei in Cutscenes erzählt worden. Während wir hier... Ja. Also falls ich was vergessen habe, schreibt es in die Kommentare. Ich werde jetzt hier erstmal wieder runterlaufen. Offensichtlich gibt es hier nichts mehr, keine Ahnung. Alter, die Kamera macht mich fertig. Wo kommst du her, Spider-Man? Glanzleistung. Vor allem, wieso sind das danach immer so Tiere und wir müssen die Tiere dann angreifen? Das finde ich auch wieder schade. Sind wir nicht brillant? Erstmal ein Huhn angreifen hier. Ich bin auch erstaunt, dass meine Tastatur immer noch durchhält. Das ist ja eine Funktastatur, die habe ich schon eine Weile nicht mehr aufgeladen. Also falls ich vergesse, das aufzuladen oder so in einem der nächsten Parts, wird die dann nachher immer mal abkacken, denke ich mal. Wow. Ich hatte vorhin schon mal kurz das Gefühl, aber... Noch mehr Bohnen. Ja, ähnlich wie bei Pokémon, da habe ich einen Funk-Controller. Da hatte ich neulich das Gefühl, dass der Funk-Controller eine Abflug macht, aber das war tatsächlich in-game. Ja, dass sich das Game da einfach so ein bisschen Zeit lässt. Wir haben es geschafft! Ja, wir haben es geschafft. Wir haben einen Huhn besiegt. Wie bekommen wir es da raus? So. Warte. Ab
So. Also das ist wirklich Sims gerade. Da gibt es nämlich auch so Feuer, also da hast du so richtig so Flächen, muss man sich vorstellen, wie ein Schachbrett. Und dann musst du die einzelnen Flächen tatsächlich immer wieder ausmachen. Sims 1, ne, wohl bemerkt. Da musstest du dann nämlich die jeweilige Fläche immer wieder auslöschen, sozusagen. Was ist das hier? Gibt's hier irgendwas? Was kann man da machen? Das glitzert so. Nee. Ja, zwar her jetzt hier. Das Dianthuskraut! Großartig! Yeah. Ja! Ja! Wir haben ein Schild. Da denkt man sich wieder so, ey, wir haben hier richtig was gerissen. Nee, wir haben ein scheiß Schild geholt. Ah, das ist hart. Wir brauchen immer noch drei, ne? Ja, es sind immer noch drei. Das war ein Schild. Eins. Ich meine, okay, wir sind drauf und dran, viele kleine Schilder einzusammeln, aber wie viele kleine Schilder braucht man? 10, ne? Für eins. Boah. Und da waren ja, glaube ich, auch ein paar Schilde bei, die ich noch nicht einsammeln konnte, ne? Ja, weiß ich nicht. Da habe ich mir ein bisschen mehr... Also, es ist schon mal gut, dass wir ein Schild geholt haben. Aber ich habe mir so irgendwie inhaltlich auch ein bisschen mehr erhofft, dass man vielleicht nochmal irgendwie... Na gut, ich weiß, wo man ein Schild bekommt. Im Badezimmer bekommt man doch noch ein Schild. Da können wir doch jetzt diese Blumen... Ihr wisst, was ich meine, oder? Immerhin haben wir jetzt erstmal den Weg wieder aus dem Level rausgefunden. Das ist uns ja beim vorletzten Mal dann nicht ganz gelungen. Oder beim vorvorletzten Mal. Auf jeden Fall, es geht ein bisschen Step by Step voran. Eure Gedanken wie immer sehr gerne in die Kommentare. Ich bin fürs Erste raus. Ich hoffe, ihr seid dann beim nächsten Mal auch wieder mit dabei. Und bis dahin sage ich einfach mal ciao.